Und RIP. Tja, Trudge. Siehst du vielleicht aus gegen mein Deck? Lucille konnte erfolgreich von Trudge entkommen und den anderen Sicherheitsdienst um einen Preis. Während der Flucht krachte Lucille seinen Dual Run in eine Gasse, was mir bewusst ist dies. Glücklicherweise wurde er von der Verhaftung durch die Zwillinge Leo und Luna gerettet. Ja klar, irgendwer muss es ja tun. Guck mal, der Kartenpreis hier. Zielgenaue Wache. Willkommen zum Fortune Cup. Er wacht auf. Wer bist du? Wir fanden dich unten in der Gasse. Also brachten wir dich hierher. Mein Name ist Leonard, aber du kannst mich Leo nennen. Das ist meine Schwester Luna. Wir sind Zwillinge, falls du es nicht erkennen solltest. Nicht eineige Zwillinge offensichtlich. Sie ist sie und ich bin ich. Also, wer bist du, Mister? Was ist dein Name? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch niemanden getroffen, der sein Gedächtnis verloren hat. Du bist offensichtlich ein Duellant mit so einem coolen Duelrunner. Vielleicht wird dies deinem Gedächtnis auf Springer helfen. Sag mir, ob das dir bekannt vorkommt. Nun, klingelt dieses Fortune Cup Einladung eine Glocke? Der Fortune Cup? Yeah. Es ist ein großes Turnier zwischen dem Haufen von Menschen, die der Kaiba Corp zufällig auswählt. Das wird riesig werden. Und glaubst du es, die haben mich gewählt, ich werde dabei sein. Eigentlich haben sie mich ausgewählt. Technisch gesehen haben sie Luna ausgewählt, aber Luna ist zu verängstigt, um teilzunehmen. Also werde ich so tun, als ob ich sie wäre und gewinne das Ding. Niemand wird glauben, dass du ich bist, Leo. Warum nicht? Wir sind Zwillinge, wir sehen gleich aus. Ich bin ein Mädchen und hübsch. Ich werde Schminke tragen. Danke für den Versuch zu helfen. Aber der Fortune Cup klingelt bei mir keine Glocken. Ich sollte hier raus. Ihr sollt euch keine Mühe mehr machen. Aber du weißt immer nicht, wer du bist. Bevor du gehst, habe ich noch eine Idee. Ich fordere dich zu einem Duell, Mr. Gedächtnisverlust. Jack Atlas sagte, dass ein Duellant im Duell zeigt, wer wirklich ist. Also, wenn du mich duellierst, könntest du vielleicht erinnern, wer du bist. Yo. Zur Überraschung aller hat das Duell in der Tat Lucille befreit und er erinnerte sich genau, wer er war. Bald darauf verließ Lucille die Zwillinge, nur um die Person, die seinen Gedächtnisverlust in erster Linie verursachte, zu begegnen. Ich dachte schon, du magst mich nicht mehr. Ah. Ich bin hier, um dich mitzunehmen, Yusei. Also, kommst du ruhig mit. Offizier Trudge. Solltest du nicht den Kerzen- und Geländerkiosk bewachen an der äußeren Randmall? Hör auf, den offiziellen Polizeidienst zu stören. Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen, Kleiner. Spezialstellvertretender Lazar. Ich arbeite für den Generaldirektor. Und ich bin höher im Rang als du. Oh je, armer Trudge. Herr Yusei Fodo, wir möchten, dass du beim Fortune Cup teilnimmst. Wenn du dich verweigerst, werde ich deine vier Freunde in Satellite festnehmen. Für das Verbrechen. Ich werde mir etwas ausdenken, später. Am nächsten Tag erhält Yusei einen anderen Besuch von seinem Rivalen Jack Atlas. Das wird dich hierher. Ich habe gehört, du wirst beim Fortune Cup sein. Ich habe einen Deal für dich und einen Sternstaubdrachen. Wenn du gewinnst, kannst du die Karte behalten. Wenn ich gewinne, bekomme ich die Karte. Dann sind wir quitt. Quitt? Das mit meinen Freunden. Worüber redest du? Dein lila, haarender Kumpel Lazar stoppt dir hier. Wenn ich nicht duelliere, werden sie für zahlen. Und dann wirst du definitiv deinen Sternstoffdrachen jetzt brauchen, nicht wahr? Und nur damit das klar ist. Ich weiß nichts über diese Bedrohung, verstanden? Ich duelliere für mich. Gut und hat seine eigenen Absichten. Ich werde dich beim Fortune Cup sehen. Alter! Der Fortune Cup scheint ja echt riesig zu werden, so viel Story wie er kommt. Inzwischen trafen sich Rex, Goodwin und Lazar, um über einen anderen Fortune Cup Teilnehmer zu diskutieren. Ich habe sichergestellt, dass die schwarze Rose eine Einladung erhielt. Sie wird sich hier neben Yusei duellieren. Dann geht alles wie geplant. Bald wird der feuerrote Drache auferstehen. Beim Fortune Cup kamen schließlich alle Teilnehmer zusammen für den ultimativen Duellwettbewerb. Da Luna zu viel Angst hat, beim Duell selbst zu konkurrieren, nahm Leo ihren Platz gerne. Wie sehe ich aus? Das ist peinlich. Komm schon, Luna, chill. Ich werde es, als ob du in den Spiegel schaust. Einen zerbrochenen Spiegel. Währenddessen trafen sich Goodwin und Lazar erneut, um das Turnier zu diskutieren. Ist alles in Ordnung? Unser Detektor. Gott, der Detektor. Gottes Willen, ich kann nicht mehr. Wird selbst die kleinsten ausgegebenen Ener die Energiesignale durch die Auserwählten auffangen. Wir werden sicher wissen, welche Auserwählten sind. Ausgezeichnet. Jetzt beginnt das erste Duell vom Fortune Cup. Es ist Gregor versus Luna. Ich meine, Leo. Es ist eine Ehre, heute gegen dich zu duellieren, Gregor. Viel Glück, Kumpel. Fräulein Luna, du hast einen ziemlich starken Handschlag für eine junge Dame.
Ja, das höre ich ziemlich oft. Haha. Gregor. Oh Mann. Da ich die Story ja so ein bisschen kenne, weiß ich ja, wer Gregor ist. Das dürfte lustig werden. Also, ich habe ja sowieso mein eigenes Deck, aber trotzdem. Ist mal ganz schön, nicht an jedem Duell ewig zu knabbern, sondern einfach mal komplett durchzuziehen. Obwohl die Hand schon für sich echt wack ist. Extremst wack sogar. Was Scheiße. Da werde ich in den sauren Apfel beißen müssen. Einfach für die Marken. Das bringt alles gar nichts. Ja, der Kagiki wird die Runde auf jeden Fall drauf gehen. Ich hätte ihn noch Death setzen können. Was ist das denn? Okay, perfekt. Hätte ihn noch Death setzen können, aber hätte ich keine Marken und auch nicht diesen Effekt hier erhalten. War ja ganz lustig. Ja, killt mich. Darf der mal angreifen, so wie es aussieht? Jo. Da hat er gerade mir effektiv ganz Schaden gedrückt. Was zum Teufel soll ich denn damit? 2-4 und da bräuchte ich noch einen 2-4er. Na gut. Bleibt halt erstmal. Nein. Das ist einfach so ein Free-Zerstörungsding. Dreck, ey. Okay, gut, dass ich das schwarze Loch zumindest habe, damit kann ich ein bisschen was aufräumen. Okay, Kisan ist schon mal gut. Damit kann ich arbeiten. So, das gibt mir hier eine weitere Marke, die mich zwei ziehen lässt. Und. Okay, neues Dojo. Ich könnte jetzt ein Sanji aufs Feld bringen. Will ich aber gar nicht. Ich greife lieber an. Was ist jetzt? Oh mein Gott. Er wird mein Kisan auch zerstören. Tatsächlich nicht. Wow. Ich dachte, jetzt hätte ich fast ein Problem. Okay, Ältester. Bringt mir eine Marke. Dazu kann ich über Askese mein Kakemusha aufs Feld rufen. Gib ihm. Okay, was kann ich mit zwei Marken machen? Nicht allzu viel, würde ich behaupten. Let's go, let's go. Herrlich, die schöne Animation. Schade, dass er keine Angriffsanimation hat. Das hätte gefetzt. Okay, jetzt fehlt mir natürlich wieder der obligatorische Stufe 6 sinnvolle Synchro. Ich warte einfach ab. Jetzt irgendwas aufs Feld rufen, random, ist nicht die Lösung. Vielleicht hat er gleich noch eine morphtronische Rakete. Das wäre nicht so geil. Okay. Da kommt kein Widerstand mehr. Nie wieder. So, let's go, Dojo. Bringen wir den Geist aufs Feld. Eigentlich wäre viel zu viel Aufwand, den ich hier betreibe. Aber man weiß ja nie, vielleicht hat er da jetzt ja einen Menschfresserkäfer oder so. Und dann verliere ich auch noch. Ja, hier. Okay, nee, das war's. RIP Leo. Für so viel Story doch ganz schön kurz, toll. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Das stinkt. Bravo, Herr Greger. Das war ein explosives Duell.
Deine Spionagen sind falsch. Du sagtest, du würdest nach einem Mädchen suchen. Das Kind ist offensichtlich ein Junge. Es scheint, als wären wir Opfer eines kleinen Identitätsstreiches. Luna muss einen Zwilling haben. Späterhin wächst Kurt fürs Büro. Die Detektor haben keine Energie-Messwerte von dem Kind, das nur angezeigt war. War angezeigt, aber ich habe ein Signal von einem Mädchen auf Tribüne bekommen. Halte ein Auge auf sie. Okay, sie wissen, dass Leo Luna ist. Also, Luna, Leo, also. Ja. Nun kommen wir zu Yuseis ersten Duell im Fortune Cup. Sein erster Gegner war ein Mann namens Shira. Doch in der letzten Minute trat ein anderer Gegner in die Arena. Hunter Pace. Überraschung, hast du nicht erwartet, mich hier zu sehen, oder? Wirst du Hunter Pace duellieren? Vertrau mir, du wirst nicht Shira duellieren. Der Kerl ist ein echter Langweiler. Wer zum Teufel ist Hunter Pace? Und warum darf er einfach anstatt dieses Shira-Typen antreten? Das ist der Bandit Kiev von 5Ds einfach. Na egal. Den rate ich jetzt kurz runter. Oder eben noch nicht. Gott fucking dammit. Das Deck ist noch lange nicht das, was es mal werden muss. Lange, lange nicht. So, er hier verdeckt, was er drüber läuft, kriege ich immerhin nur noch eine Marke, die ganz wichtig ist. Okay, das macht fürs erste gar nichts. So, jetzt, was beschwören wir denn? Ich würde mal sagen, so ein Karamusha wäre jetzt eine relativ gute Idee. Hat viel Def, kann per Askese genutzt werden. Ah, jetzt setzt er auch seine Karten. Okay. Okay, ich suche zuerst mal nach dem Ältesten. Let's go. Das gibt mir schon ein paar Marken. Herrlich. Und Dojo oder irgendwas, please. Okay, perfekt. Guck da hier. Ist okay, würde ich sagen. Nicht überragend, aber okay. Ich kann das Feld vielleicht nicht vollbauen, aber für das, was wir haben, ist es schon gut. So, das gibt wieder zwei. Ich hätte halt gerne den Geist gehabt. Das hätte mir jetzt geholfen. Na, was soll's. Dieser scheiß Beschraubtelefon nervt aber auch die ganze Zeit rum, ne? Ich nehme mich einfach nur deswegen wieder raus, weil er mich die ganze Zeit abnervt, wenn ich ihn nicht brauche. Ach, guck mal hier. Falls er auf einmal dieses Monster auspackt, sicher, sicher. Was soll denn das jetzt? Kann er aber vergessen. Was auch immer das jetzt soll. Ich hoffe, man erkennt jetzt nichts an. Cool. Dead CPU Play. Nee, vergiss es, du beschwörst ja gar nichts. Was wird das jetzt? Guck mal, auf einmal der solchen Wurf, nämlich 2000 Angriff, was mein Kisan zerstören würde, so. Gut, dass wir die Spielkraft haben. Mistvieh. Und sogar dafür haben wir eine Lösung. Da haben wir wirklich einmal genau alles ausgekontert. Ist da bald mal gut? Nein! Er hat mein Kagemusha verbannt. Was für ein Penner. Was soll denn die Scheiße?
Ich könnte aus dem Prinzip noch ein Shen bauen. Aber ich einfach gewinne, ist es auch okay, glaube ich. Aber viel dazu. Ich bin behindert. Komplett. Naja, so ist. Dann gewinne ich die Runde eben noch nicht, weil ich einfach meinen Shen in Depp gedreht habe. Scheiße. 600 Punkte übrig. Na egal, er hat noch zwei Handkarten gleich. Was soll schon passieren? Genau, nichts. Rein fucking gar nichts. Wow. Heftiger Gegner. Yeah. Das ist wirklich ein tolles Duell, Hunter. Ich glaube nicht, dass ich diese Niederlage auf mir sitzen lasse, just say. Warum nicht? Penner. Ah, zweite Runde Machtprobe. Yusei, nächstes Duell war gegen Gregor. Rex Gooden hoffte, dass Gregors Macht verursachen würde, Yuseis feuerroten Drachen hervorzurufen. Doch vor dem Duell hatten Yusei und Gregor eine kleine Konfrontation. Nachdem Gregor Leo erwischt hatte, beim Versuch in seinen Laden zu schleichen, um einen Blick auf seinen neuen Duellrunner zu erhalten, brachte er den Jungen wieder nach Hause. Leo wollte einen kleinen Vorgeschmack auf meinen neuen Duellrunner wie alle anderen da draußen. Wirst du den Sicherheitsdienst rufen? Haha, nein. Erinnert mich an meinen kleinen Bruder. Ich war ihn nicht bestrafen, nur weil er versuchte, dir zu helfen und das Duell morgen zu gewinnen. Es wird keinen Unterschied machen, du wirst immer noch verlieren. Ich muss noch ein bisschen auf diesem Turnier fahren. Für mich und meine Zukunft. Was ist mit dir? Warum duellierst du dich hier? Für meine Freunde, ich habe keine andere Wahl. Lass mich raten. Gut, wir machen dir ein Angebot, das du nicht ablehnen konntest, oder? Woher weißt du das? Ist er auf die Idee gekommen? Er bot mir die Möglichkeit, mein Familiendorf wieder aufzubauen. Ich brauche seine Kraft für den Wiederaufbau meines Dorfes. Es wurde von Feuer und Zerstörung in einer Naturkatastrophe heimgesucht, was man noch nie zuvor gesehen hatte. Direktor Gutwin versprach mir zu helfen, aber nicht bevor ich versprach, ihm mit seiner Suche zu helfen. Gregor, siehst du nicht, dass er dich benutzt? Wenn es der einzige Weg ist, mein Dorf wieder aufzubauen, dann werde ich mich benutzen lassen, wie viel er will. Es tut mir leid, aber ich muss morgen gewinnen, egal was passiert. Schließlich trafen sich Yusei und Gregor in der Arena. Du nennst es ein Duelrunner, Yusei? Ist es mit Schiffsrädern gekommen? Nur weil deins größer ist, bedeutet es nicht, dass du besser bist, Gregor. Ja, richtig. Sprich mit mir, nachdem das Duell fertig ist. Viel Glück, weil du wirst es brauchen. Wie soll er bitte nach dem Duell mit ihm reden? Sie müssen ja auch im Duell miteinander kommunizieren, suchen wegen. Yo, eigentlich würde ich gern das beschwören. Er so, ich könnte eine Fankarte aktivieren, aber ich rede ja gerade nicht. Oh. Ja gut, erster. Na, was soll's. Eine Schlachtung wird gleich stattfinden. Was zum Fick ist das denn? Ich zieh besser gleich Dexmoral Verein nach, oder? Das ist ja mal übelste Trash. Klar, ich kann das vielleicht einmal komplett vollbauen, aber was dann? Okay, hier, ja, ist RIP. Und ich gebe mir jetzt schon über 6000 Schaden in Runde 1. Ist natürlich auch im Weg, ein Duell schnell zu gewinnen. So, Gregor, kommt noch was oder ist schon zu Ende? Nur für ein weiteres Weg des Monster. Okay, das fickt mich halt gerade echt, weil ich kein MST habe, nicht angreifen kann, rein gar nichts machen kann eigentlich, außer hier jetzt zu stehen und zu warten. Verräterische Schlag sind einfach die letzte Karte, die ich auf dem Spielfeld sehen will, ohne Witz. Was? Oh, hey, ein guter Gier. Da wird mir so hart nicht weiterhelfen.
Ich sehe doch gerade, ich könnte gar keinen Schirm bauen. Oh mein Gott. Ich habe keine Slots mehr. Na gut, dass ich gewartet habe, war es vielleicht nicht so schlecht. Dann gehen wir es halt ein bisschen anders an. Du und du. Herrlich zerschieren. Okay. Herrlich, eine Marke. Zwei Marken. Drei Marken. Rufen kann ich davon gerade leider nichts. Zumindest noch nicht. So und so. Jetzt steht das Hanji wieder ein bisschen im Weg. Naja. Ist nicht so wild. Nächste Runde kann ich ja richtig loslegen. Das Feld steht schon. Und er setzt einfach alles Death eiskalt. Ja, super. Die Spielkraft wird mich weiterbringen auf jeden Fall. Das spüre ich. Okay. Geist, einfach um mir für ein bisschen Supply zu sorgen. Da kann ich den Nische auch gleich noch beschwören. Und jetzt geht das rund hier. So, und die Scheiße jetzt. Damit hätte meine Battleface beenden können. Ist natürlich bitter, dass gerade der Shein das jetzt schlucken musste. Mann, was soll denn das? Ich nehme mich gerne noch nachgezogen über den Shein, aber. Yippie, noch ein Anzeigen. Cool, bin fertig. Ja, noch hat angegriffen. Okay, jetzt aber. Boah. So, der Rest, wie es kommt. RIP. Penner. RIP. Penner. RIP. Ich finde es cool, wie einfach alle so geboostet sind. Der Initial hat auch 2-2. Oh, jetzt habe ich den Effekt ausaktiviert. Jetzt kann ich so Tanz zurückgeben. Für mir selber. Cool. Herrlich. Hier ist Angie. Das war gar nicht gewollt eigentlich. Ich wollte echt nur angreifen. Das kann gar keiner mehr angreifen. Ja, gut. Kein Wunder, dass ich mich vertan habe. Naja. Ich denke, das ist eklig zu Ende hier. Ja. Das Duell ist gelaufen. Aber komplett. Kann er vergessen, hier. Nix da. Weg mit dem Dreck. Oh mein Gott. Okay. Das war Gregor, meine Freunde. Das war Gregor. Er hat sich lang gehalten, tatsächlich, 12 Spielzüge. Gregor, bist du okay? Mir geht's gut, aber es ist noch nicht vorbei. Ich habe dir über mein Dorf erzählt, über das Feuer und die Zerstörung, aber ich habe die Wahrheit erfahren. Ich hackte die persönlichen Daten von Goodwin, vor dem du entdeckte, es war keine Naturkatastrophe. Goodwin beschloss, unser Tal als kleines Testgelände zu nutzen. Er versuchte, seine kostbaren feuerroten Drachen wieder zu beleben, aber er konnte seine Energie nicht kontrollieren.
Er wird alles sagen. Wir müssen ihn zum Schweigen bringen. Mach dir keine Gedanken. Niemand wird ihm glauben. Gregor, bist du sicher über all dies? Ich sah ihr Teil mit meinen eigenen Augen. Ich bin mir sicher darüber, Yusei. Und jetzt wird Goodwin für all seine Lügen antworten. Gregor versuchte Goodwin anzugreifen, aber er wurde sofort im Sicherheitsdienst verhaftet. Menschen in New Domino City. Es ist immer eine schreckliche Tragödie, wenn ein begabter Duellant wie unser eigener Gregor einen kompletten nerven-emotionalen Zusammenbruch erleidet nach so einem intensiven Duell. Aber seien sich versichert, dass er alle Hilfe bekommt, die er braucht. Yusei, versprich mir, du wirst Goodwin ein für alle Mal besiegen. Armer Gregor. Voll ausgenutzt. So, das war genug Six Sam Action für eine Folge. Ich würde sagen, wir sind im nächsten Part, wenn wir dann hier viel mehr Action machen. Und bis dahin.